Ich habe eine Nachricht von dem ehemaligen US-Präsidenten bekommen. Hey, Domenico Obama, here, your videos suck really bad. Natürlich war die Stimme mit künstlicher Intelligenz erstellt, aber genau das macht jetzt schon Probleme. Joe Rogan, der größte Podcaster der Welt, hat letztens für ein Produkt geworben. Nur, dass er dafür gar nicht wirklich geworben hat. Man hat mittels AI einen Werbeclip erstellt, der genau hier viral ging. Die Konversation gab es nie, die Verkaufszahlen jedoch waren absolut echt. Das passiert derzeit mit wahnsinnig vielen Celebrities und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du und ich genauso davon betroffen sein werden.